Und hallo, meine lieben Freunde, zu The Alluring Darkness Version 1.1. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja, man kann es vielleicht schon am Titel, am Bildschirm eben sehen. Ein Horrorspiel. Again. Von Never Dream Games. Auch wieder. Und diesmal kein Placebo, der mir und euch das Ohr abschreit. Naja, The Alluring... Ja, fängt toll an. The Alluring Darkness. Also die... Was? Ich hab's mir vorhin durchgelesen. Alluring, die verführerische Dunkelheit, genau. Warum ich das nehme? Man weiß es nicht. Ich weiß es eigentlich selber nicht. Ich hab nur nach einem neuen Projekt gesehen, nachdem jetzt Moloch City zu Ende ist, und da ist mir das ins Auge gestochen. Naja, und nachdem... Ich habe übrigens keine Ahnung von dem Spiel, ich habe es noch nicht mal angespielt, noch nicht mal das Intro. Und nachdem ich jetzt alleine bin, macht euch darauf gefasst, dass ich in den nächsten 30 Sekunden... Also, nicht wundern, wenn ihr irgendwie ein Jammern aus der Ecke hört. Das bin dann ich, ja. Ich sollte aufhören zu labern und drücke einfach mal auf neues Spiel. This game contains violence and Gonre? Bitte? Canless. Sushi. Das sind nur Beteiligte, die das Spiel gemacht haben. Nicht, dass sich einer wundert. Never Dream Games präsentiert. Alluring Darkness. Kampf. Leicht, mittel, schwer. Finde ich schon mal gut, dass man das aussuchen kann. Ich werde bei Mittel bleiben. Einfach, damit es nicht Rätsel. Oh Gott. Irgendwie möchte ich fast schon auf Leicht gehen, weil ich die Rätsel aus Traumfänger gehasst habe. Na gut, machen wir auch Mittel. Helligkeit. Mittel, hell, dunkel. Ebenfalls Mittel, damit ich hier und ihr hier auch was seht, aber damit der Gruselfaktor nicht verloren geht. Intro ansehen. Ich bitte darum. Oh, wir können uns bewegen. Wer oder was sind wir? Naja. Wir bewegen uns verdammt noch eins langsam. Und irgendwie habe ich Angst, auf diesen Mann zuzugehen. Oh, da ist ein Zaun. Gut. Ich würde gerne mit diesem Mann sprechen. Dann eben nicht. Prost. Moment, ich muss das Ganze hier nur kurz bei mir auf dem Kopfhörer ein bisschen leiser drehen. Guten Abend. Ich werde Sie nicht lange belästigen. Ich habe nur eine Kleinigkeit zu erledigen. Also, lassen Sie sich nicht stören. Sind wir dieser Mann? Oh, er schließt sogar die Tür. Das Schwert ist gar nicht verdächtig. Guten Abend. Ich bin wegen Ihnen hier. Sie wissen sicherlich, wer ich bin. Es interessiert mich nicht die Boni, wer Sie sind. Ich höre grundsätzlich nicht auf diejenigen. Sie wissen, wer ich bin. Außerdem wissen Sie, was ich tun muss, um in meinen Ruhestand zu gehen. Sie nerven. Ich glaube, er will uns erstechen. Coole Schwertzieh-Animationen.
So viel dazu. Er zieht mit seinen telekinetischen Kräften sein Mantel wieder an. Hey Sie! Wir sind hier nicht in Texas. Nehmen Sie Ihren Schund gefälligst mit. Wie dieser Kerl gesagt hat, hier in den Bergen schätze ich keiner darum, ob ich ihn töte oder nicht. In so einer Gegend, wer kann erleben? Nur Verbrecher und Mörder. Aber nun bin ich befreit, ich kann mich endlich zur Ruhe setzen. Kein Blut, kein fauliger Geruch mehr. Ist vorbei. Für immer. Räder eiern irgendwie. 24.10.1989. Was für eine Scheißnacht. Furchtbar. Ja, verdammt, der Regen wird stärker. Ich kann kaum noch was sehen. Dieser Job bringt mich noch irgendwann ins Grab. Warum muss dieses Hotel auch auf der anderen Seite der Stadt liegen? Aber was soll's? Da vorne scheint es zu sein. Desires und Candles. Verdammt, die Musik ist cool. Opening by Flashing Meadows. Alluring Darkness. Wow. Die Schnelligkeit dieses Autos ist überwältigend. Und auch diese Parkanimation war richtig toll. Gut, wir können uns bewegen. Ich würde gern hier hoch, aber ich darf nicht. Irgendwas stinkt hier ziemlich verfault. Irgendwas stinkt hier ziemlich verfault. Das sieht irgendwie gar nicht so alt aus, also das Carset. Sieht nicht so alt aus wie das Faceset. Naja. Guten Abend. Guten Abend. Da haben Sie sich ja einen tollen Abend ausgesucht. Was will man machen? Sie wollen sicher noch ein Zimmer für diese düstere Nacht haben. Oder? Und warum laufen Sie so langsam? Sie sind ja ein ganz intelligenter Mann. Bevor ich morgen wieder aufbreche, möchte ich mich noch ein paar Stunden hinlegen. Aber gewiss, mein Herr. Wir haben im ersten Stock noch ein Zimmer frei. Und warum spreche ich so langsam? Wenn Sie mir bitte folgen möchten. Was, wenn ich Ihnen nicht folgen möchte? Dank. Sie bekommen Zimmer 201. Das sehe ich doch, ich stehe direkt davor. Ich wünsche einen guten Aufenthalt. Und warum ist da ein Hexagon in der Ecke? Endlich ein Zimmer. Dieses verdammte Unwetter. Was zur... Was war das denn? Irgendetwas geht hier vor sich. Nur was? Ich gucke vorsichtshalber mal nach. Und zwar völlig nackt. Ich sollte erst meine Sachen suchen, bevor ich hier etwas untersuche. Hier sind meine Klamotten drin. Aha. Ah, speichern, habe ich mir fast gedacht. Gibt es hier noch etwas? Verbandskasten gefunden. Der Schrank ist leer. Ich kann kein Menü aufrufen. Was bringt mir dann der Verbandskasten? Ich kann wirklich kein Menü aufrufen. Das sieht echt episch aus. Die Lichteffekte vor allem. Hat sogar die Raster von den Fenstern beachtet. Die Tür ist abgeschlossen.
Ist ja wie in Silent Hill. Abgeschlossen. Was ist hier nun los? Nichts Interessantes. Ein Gebetsbuch. Oder ein Verbandskasten. Was auch immer. Auch hier nichts Interessantes. Da geht es die Treppen runter. Da werde ich noch nicht hingehen. Und warum spreche ich durchgehend mit dieser Stimme? Eine Glasscheibe? Hier? Was geht hier vor? Wer stellt bitte eine Glasscheibe mitten in den Gang? Kann ich die Bilder ansehen? Nein. Hier irgendetwas? Warum zum Teufel ist hier niemand? Ich leg mich erst wieder schlafen. Tonikum gefunden. Ich werde jetzt irgendwie durchgehend mit dieser Stimme reden, glaube ich. Tonikum gefunden. Normale Stimme angewöhnen. Kurz etwas trinken. Kaba. Kurz räuspern. Moment. Schon wieder da. Und warum kann ich mich gerade nicht bewegen? Achso, klar. Wenn ich es mit WASD versuche... Ich bin schon sehr professionell. Ja, ja. Ah, ein Ticken. Wo ist hier nur der Hinweis? Offensichtlich in dieser Topfpflanze. Oder hier. Revolvermunition gefunden. Warum hat er dann vorhin jemanden mit dem Schwert erstochen? Das Telefon ist tot. Nein, nicht das Telefon. Es war noch so jung. Es kann ganz offensichtlich nicht dieses Blut sein, das da liegt. Dies scheint die Notstromversorgung zu sein. Ich könnte sie ausschalten. Aber er ist mit einem Sicherheitscode versehen. Was? Der Notstromversorgung? Oh, da geht es noch weiter. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Und ich wette, vielleicht glitsche ich jetzt das Spiel. Der Schrank ist leer. Warum sehe ich das von der Seite? Der Schrank ist immer noch leer. Und das Schlimme an diesem Spiel ist, ich kann die Textboxen nicht wegdrücken. Sie gehen automatisch weg. Und das entweder zu schnell oder in diesem Fall zu langsam. Irgendein Müll liegt hier auf dem Boden. Irgendein Müll liegt hier auf dem Boden, ja. Ah, jetzt konnte ich sie doch wegdrücken. Und der Müll liegt hier auf dem Boden. Dieses Bild habe ich noch nie gesehen. Es heißt der schwarze Mann. Ich habe keine Angst davor. Nur irgendwelche Zeitungsartikel. Nur irgendwelche Zeitungsartikel. Ein Verbandskasten. Verbandskastengebiet, Guch, Gedöns. Und das Event hätte man lieber da unten hingesetzt. Also das Verbandskasten aufnehmen. Whatever Event. Ich habe mir jetzt echt diese dunkle Stimme angewöhnt. Ich gucke hier gerade nur den Müll durch in der Hoffnung, dass hier irgendwie ein Zettel liegt, auf dem wir irgendetwas entziffern könnten. Bin dann gespannt, auch wann der erste Schockmoment kommt und ob ich mich davor erschrecke. Weil wir haben gerade knapp 11. Und es ist verdammt hell hier. Irgendein Müll liegt hier auf dem Boden. Der Schrank ist leer. Aber ich wollte jetzt irgendwas aufnehmen und hatte keine Lust auf Himmel auf Erden. Sieht aus wie ein Schlüsselschrank, aber er hat einen Zahlencode. Da kann ich jetzt noch nichts machen. Ach so, ein Schlüsselschrank. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Ich kenne dieses Bild. Das heißt, die weiße Frau, der schwarze Mann. Haha, am Strand. Ein Tagebuch scheint vom Hotelbesitzer zu sein. 23.10. Heute kam wieder so ein Idiot aus den Staaten. Ich verstecke den Schlüssel lieber im Versteck. Wie logisch. Niemand würde darauf kommen, dass der Schlüssel in einem geheimfachen Klavier versteckt ist. Warum schreibe ich sowas auf? Das scheint alles gewesen zu sein. Der Schrank ist leer. Der Schrank ist auch leer. Gut, wo haben wir ein Klavier gesehen? Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr.
Hui. Blitzeffekte, auch super. So. Wo haben wir ein Klavier gesehen? Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist das langsame Laufen. Aber ich glaube, das gehört so dazu. Also ich finde es nicht unbedingt schlecht. Es unterstreicht halt den Horror-Effekt. Laufen wir an dem gar nicht offensichtlichen Blut vorbei. Die Tür ist fest verschlossen. Was soll das? Es ist ja nicht so, als ob jemand einbrechen könnte. Ich mache meine Tür immer sparrangelweit offen. Lasse sie sparrangelweit offen.